Morgen Mai. Wie immer auf die Sekunde, Miss Walker. Ein doppelter, fettarmer Cappuccino. Danke, George. Eddie. Noch etwas nach links. Gut. Hey, Jen! Hi. Soll ich dir die Haare machen? Ach, Tonya, geht nicht. Ich muss mich auf ein wichtiges Meeting vorbereiten. Wie wär's denn später? Na klar. Viel Glück. Bis dann. Danke. Stehst du auch so auf Weihnachten? Wenn ich irgendetwas an Weihnachten toll finde, dann ist es die Aussicht darauf, ein Drittel unseres Jahresumsatzes innerhalb von 6 Wochen zu machen. Jedes Jahr um die Zeit benimmst du dich wie der Grinch persönlich. Aber tief in dir wohnt ein kleines, sanftes Mädchen, das den Weihnachtsmann und Regenbogen und Babys liebt, richtig? Du hast so viele Weihnachtsfilme gesehen. Sind das die Geschäftsberichte? Ja. Okay. Oh, der steht nicht gerade. Ja, erinnert mich irgendwie an meinen Ex-Freund. Hey, Jen, was sagst du dazu? Findest du, dass es mir steht? Ich werde mich ranhalten. Wir öffnen in 5 Minuten. Du siehst heute wieder so umwerfend aus. Wer hat dich wohl eingekleidet? Das wart wohl ihr. Oh, sie trägt sogar die putzigen schwarzen Pumps aus der Rabattaktion. 75% auf alles. Ihr habt noch 3 Minuten. Wow. Heute beginnt für uns der offizielle Countdown. Wir werden in den kommenden 6 Wochen 35% unseres jährlichen Gewinns im Einzelhandel einfahren. Ich hoffe, mein Team ist vorbereitet. Das hoffe ich doch, ja. Stehen Sie in den Startlöchern? Ja, Sir. Ja? Tja, die Konkurrenz nämlich auch. Letztes Jahr sind unsere Weihnachtsumsätze um 12% gesunken. Der Internethandel ist um 35% gestiegen. Also, wie können die Hillridge Malls auf diesem hart umkämpften Markt bestehen? Indem wir unseren Kunden einen Anreiz bieten, Sir. Genau so ist es, Miss Walker. Und ich biete heute auch einen Anreiz für Sie alle. Ich werde einen neuen Posten schaffen. Den Vizepräsidenten für Marketing und Promotion zuständig für die Malls im Nordosten. Wer bis Heiligabend den höchsten Umsatz vorweisen kann, bekommt diesen Posten. Die Verlierer gehen leer aus. Sie haben Glück, wenn Sie Ihren Job behalten. Viel Glück. Am Ende des Jahres sitzt du mit mir hier in der Geschäftsführung, wo du hingehörst. Das weißt du schon? Ich bin der Vizepräsident der Abteilung. Ich weiß, was hier los ist. Das wird deine Chance, endlich aus diesem Saftladen rauszukommen. Es ist kein Saftladen. Ich weiß. Die Leute hier sind nicht sehr wohlhabend. Wie soll ich mit den anderen Malls mithalten? Zurzeit hast du innerhalb der Gruppe die schlechtesten Umsätze, aber das bedeutet, dass es für dich nur bergauf gehen kann. Hey, Jennifer, ich glaube an dich. Du schaffst das. Es wäre toll, wenn ich Weihnachten befördert werde. Ein Jahr früher, als ich erhofft habe. Können wir unser Date heute Abend canceln? Ich würde mich gern auf den Wettbewerb konzentrieren. Hey, Jen, ich mach dir keine Vorwürfe, wenn du arbeiten musst. Ja, deshalb liebe ich dich. Wenn ich Weihnachten befördert werde, bin ich meiner eigenen Lebensplanung ein Jahr voraus. Tja, ich bin zumindest schon ein Jahr voraus, was meine Verzehrplanung an Süßem betrifft. So haben wir wohl beide einen Grund zu feiern. Bis wir feiern können, habe ich noch einiges vor mir. Diese Haie aus den Vorstadtmalls sitzen mir im Nacken. Wie kann South Boston gegen die reichen Ladies aus Hartford anstinken? Viele einfache Leute hat das in letzter Zeit hart getroffen. Ich weiß. Früher standen die Leute vor dem Karussell Schlange. Ich weiß noch, wie du Jack Donovans neue Jeans verziert hast, weil du deinen Bananasplit so schnell runtergewirkt hattest. Ich hatte gehofft, du hättest das längst vergessen. Ich brauche irgendwas, was die South Boston Mall zu einer Top-Adresse für Weihnachtseinkäufe macht. Irgendwas, was dafür sorgt, dass die Leute aus der ganzen Stadt zum Einkaufen herkommen. Vielleicht sogar aus den Vorstädten. Etwas, das sie dazu bringt, ihre Portemonnaies aufzumachen und ihr Geld auszugeben. Ist es dafür nicht noch etwas zu früh? Oh, es ist nie zu früh, sich heiße Kerle anzugucken. Ich meine den Weihnachtssale. Wir haben doch noch nicht mal den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Naja, jedenfalls funktioniert es. Hey, das sieht ja unten aus. Dankeschön. Wow. Ja, schön. Oh, hallo, die Grazien. Wie sieht's aus? Hi. Begutachtet ihr die neue Ware? Genau, ja. Wer kann euch beraten? Ah, na hallo. Madam, wie gefällt Ihnen unsere neue Paillettenkollektion?
Für Sie nur 129,90. Wow, ich hätte gern drei. Oh, tut mir leid, kein Bedarf, danke. Was, drei? Mhm. Und er sagte Madam. Er darf mich ruhig nennen, wie er will. Dann stimmt der Slogan Sex sells wohl doch, ich... Das ist das. Wir wissen alle, dass es fast immer die Frauen sind, die die Weihnachtseinkäufe besorgen, oder? Und ich möchte Sie was fragen. Was würden sowohl berufstätige Mütter, karriereorientierte Mitzwanzigerinnen und verzweifelte Hausfrauen Heiligabend am liebsten auspacken? Keine Ideen? Ich präsentiere. South Boston Mall sucht den Sexy Center. Wow, das ist bereits toll. Die Castings werden für jede Menge gute Presse sorgen. Eine Jury wird entscheiden, wer unter die besten drei kommt, und die Zuschauer wählen dann ihren Favoriten. Also wie bei einer dieser Castingshows, aber mit heißen Typen. Genau. Der Sieger bekommt $10,000, die Hälfte im Voraus und den Rest an Heiligabend nach Ladenschluss. Er wird eine Tanzeinlage geben. Wer will, darf sich mit ihm fotografieren lassen und auf seinem Schoß sitzen. Hm. Wer könnte da schon widerstehen? Sie kommen in Uniform. Sie haben mich sicher herbestellt, um früh das Weihnachtsgeschäft einzuläuten. Ziemlich schlau, Jen. Ehrlich gesagt, Jim, ich habe Sie herbestellt, weil wir uns von Ihnen trennen müssen. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Hören Sie, ich bin seit 17 Jahren der Weihnachtsmann in der South Boston Mall. Ich bin Tradition. Ich weiß. Aber dieses Jahr versuchen wir etwas Neues. Sie erhalten Ihre Abfindung in der Personalabteilung. Tut mir leid. Das ist so traurig. Fast als ob du meinen Dad gefeuert hättest. Schau mich nicht so an. Ich meine, ich mache das auch nicht besonders gern. Aber es hilft keinem von uns, wenn ich immer nur lieb und freundlich zu allen bin. Wart's ab, dieser Job ist nicht so leicht, wie du denkst. Ja, nein, ich weiß, ich musste nur so ewig anstehen. 50 Kerle. Okay, ich bin gleich da. Ja, ich komme sofort. Okay. Entschuldigung. Hallo. Tut mir leid, Miss Walker, er ist kalt geworden. Ich mache Ihnen einen neuen. Okay, danke, George. Stellen Sie sich hinten an. Ja, ich weiß, tut mir leid, aber ich bin spät dran. Ja, das ist sicher sehr wichtig. Aber wir müssen alle noch irgendwo hin. Tja, ich glaube, ich komme zu etwas Wichtigerem zu spät als Sie mit Ihrem Fahrradboten-Outfit. Wow. Also zum einen bin ich kein Fahrradbote und zum anderen hätte ich eine Luxusprinzessin aus Beacon Hill hier nicht erwartet. Und was bringt Sie darauf, dass ich aus Beacon Hill bin? Ihr Outfit und Ihr Auftreten. Tja, zufällig bin ich hier geboren und aufgewachsen, Sie Blitzmerker. Soll das ein Witz sein? Wenn das ein Witz gewesen wäre, hätten Sie ihn eh nicht verstanden. Sind Sie eigentlich morgens immer so charmant? Nur, wenn ich es mit Idioten wie Ihnen zu tun habe. Oh, das hat gesessen. Ganz schön hart. Ich kann heute gar nicht glauben, dass das tatsächlich mein Arbeitsplatz sein soll. So viele heiße Typen. Okay, also Leute, wir haben jetzt ein Kamerateam hier. Dank unseres prominenten Jurymitglieds, der Moderatorin Christine Mayweather. Und wie? Also nochmal, wir suchen jemanden, der den Sexappeal von Brad Pitt hat, aber einen wirklich überzeugenden Weihnachtsmann darstellen kann. Also gut, Jungs, ihr habt 60 Sekunden Zeit. Beweist uns, dass ihr das Aussehen und die Persönlichkeit habt, der neue Sexy Center der South Boston Mall zu werden. Aber ihr wisst, dass nur drei von euch in die Endrunde kommen werden. Versucht, einen fantastischen Eindruck auf uns zu machen. Und viel Glück. Der sieht aus wie eine Wildkatze.
fröhliche Weihnachten! Der Nächste. Ihr Name? David Moretti. Hi, wieso bist du heute hier? Ich weiß, dass das nicht sehr männlich klingt, aber ich liebe Weihnachten. Und meine Mom hat immer dafür gesorgt, dass es für uns ein besonderes Fest war. Sie ist nicht mehr unter uns. Aber ich weiß, dass ihr dieser Wettbewerb sehr gefallen hätte. Vielen Dank. Nein, Sekunde. Er ist noch nicht fertig. Fahren Sie fort, David. Naja, wir haben uns immer diese Tanzshow angesehen. Und ich kenne noch ein paar Schritte. Ich weiß, ihr wollt ein Solo. Aber kann sie vielleicht assistieren? Natürlich, nur bitte du. Sehr. Machen Sie einfach mit. Er ist so süß. Ganz okay, aber... Was ist denn mit dem hier? Auf jeden Fall. Ja, ganz ja. Okay. Und wie sieht's mit ihm aus? Dämlich, oh. Aber heiß. Aber sowas Wartet von... mal, den Schönling finde ich nicht so gut. Ich bin mehr für den Muskelmann. Dann sollten wir vielleicht kurz über den Kandidaten abstimmen. Sind wir alle dafür? Nö. Nein? Ja. Du also nicht, Lackaffe. Okay, dieser hier, Moretti. Was für ein Poser. Was redest du denn da? Der ist absolut perfekt. Soll das ein Witz sein? Der wollte mit seiner toten Mutter punkten. Das geht ja gar nicht. Ich finde, er ist ein schnuckliges Häppchen. Er sieht super aus. Mhm. Der hier? Reden wir zufällig von demselben Kerl? Gute Nacht. Oh, Britney, komm doch mal. Was sagst du zu dem hier? Oh, du meinst meinen zukünftigen Ehemann? Siehst Christine, du? Hallo. Wenn du gegen David stimmst, dann stimme ich für deinen Muskelmann. Geht's noch? Nein, nein. Doch, natürlich kann sie das. Du möchtest doch, dass dein Model unter die ersten drei kommt. Und wie, ja. Siehst du, dann sagen wir einfach, dass Cool und Metro in der Endrunde sind. Um den dritten Platz wollen wir nicht streiten. Wir machen eine Geheimwahl. Oh. Einverstanden? Euer Gewissen soll entscheiden, Leute. Hey! Was machen Sie denn noch hier? Mein Fahrradschloss ist eingefroren. Wie wär's mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Ich fühle mich ungebundener mit Fahrrad. Oh ja, Sie wirken ziemlich ungebunden. Wir hatten wohl einen unglücklichen Start miteinander. Ach, die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich hoffe trotzdem, Sie urteilen fair. Fair? Was auch immer Sie über mich denken. Ich bin hochprofessionell und treffe meine Entscheidung nur aufgrund Ihrer Darbietung. Sollten Sie es nicht in die Endrunde schaffen, liegt es bei Ihnen. Also bin ich nicht weiter. Keine Ahnung, ich habe die Ergebnisse noch nicht gesehen. Aber ich rufe die Finalisten heute Abend noch an. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, Miss Walker. Marine, eure Gangster-Poker-Runde hätte doch schon längst anfangen müssen, oder? Wir waren aber so gespannt auf die Show. Ich weiß nicht, was du meinst. Das solltet ihr aber gar nicht sehen. Hallo, Bruderherz. Hallo. Anscheinend war der Steppunterricht, den Mom dir bezahlt hat, sein Geld wert. Hi. Ja, ja. Schinken, kanadischer Speck. Wo ist da der Unterschied? Schön, dass du auch noch kommst. Hey, Dad hat das doch nicht gesehen, oder? Wie du deine linken Füße öffentlich vorführst? Du warst noch nie witzig. David! Er hat es gesehen. Hallo, Dad. Wieder zu spät. Los, geh deinen Bruder ablösen, bevor er alle Gäste vergrault. Was das Casting angeht. Ich will nicht darüber reden. Ich will auch nichts davon hören. Okay. Und ich will es auch nicht sehen. Ja. Ich will nur, dass du im Restaurant mithilfst, wenn du nicht in der Uni bist oder lernst, okay? Okay. Hier, bitte. Yep. Zwei Cola. Ja. Er hat keine gute Laune.
So ist es doch immer, seit die Stadtverwaltung entschieden hat, dass die unseren Laden Weihnachten schließen dürfen. Darum hast du das getan. Was? Diese Center-Geschichte. Der Gewinner soll ja $10.000 kriegen. So viel würde es kosten, wenn wir in Berufung gehen. Ein Strohhalm, ich weiß. Dieser Prozess hat Dad alles gekostet, was er hat. Also mach ihm keine Hoffnung, okay? Er hat sich damit abgefunden, dass wir Weihnachten dicht machen. Wahrscheinlich bin ich sowieso nicht in der zweiten Runde, also keine Sorge. Gut. Je früher wir alle uns damit abfinden, dass der Laden bald schließt, desto leichter wird es auch für Dad. Du weißt, wie schwer es für ihn war, nach Mams Tod wieder auf die Beine zu kommen. Und mit den Morettis verlieren wir noch ein Familienmitglied. Ja. Yo. Yo, so melden Sie sich am Telefon? Ist da Jennifer Walker? Ja, ich wollte Ihnen sagen, dass Sie es in die nächste Runde geschafft haben. Im Anschluss werde ich den Center küren, den das Publikum gewählt hat. Was, echt? Morgen um 16 Uhr. Kommen Sie bitte pünktlich. Oh, schon morgen? Tut mir leid, ist das ein Problem für Sie? Nein, ich komme. Und ich ziehe meine Steppschuhe an. Ja, es sind nur noch die drei heißesten Bewerber in dieser Runde. Ach so, in den Nachrichten? Fantastisch, ich... Ja, David Moretti ist dabei, ja. Sie schicken einen Reporter. Fantastisch, ich reserviere Ihnen einen Platz ganz weit vorne. Wo ist er? Du hast zwei Hotties vor dir und guckst dauernd nach, wie spät es ist? Wo zur Hölle ist David Moretti? Oh, er rief vorhin an. Er verspätet sich. Ich kann das nicht leiden. Er fliegt raus, wenn er nicht in 2 Minuten hier ist. Jen, die Leute sind überhaupt nur wegen David hierher gekommen. Das kannst du nicht bringen. Ach ja? Und ob ich das kann? Du bist so eiskalt. Aber weißt du was? Das ist auch heiß. Wie so eine richtige Business-Domina. Ha! Neil, was machst du denn hier? Tja, Mr. Hillridge ist leider verhindert. Also habe ich beschlossen, ihn würdig zu vertreten. Lieb von dir. Ach, hast du dir die Haare hier in der Mall schneiden lassen? Ich hab dir doch gesagt, geh zu Christoph nach Beacon Hill, der ist wirklich Ich hatte einfach keine Zeit. Hi, Neil. Marisha, ich hab dich gar nicht erkannt durch deine Puschelfrisur. Echt witzig. Wow, sieh dir das an, das wird ja richtig voll hier. Ich kann den Medienrummel gar nicht fassen. Ich schon. Du bist ein Marketing-Genie. Hey. Gerade rechtzeitig, ab auf die Bühne. Danke. Ich bin erleichtert, dass das von gestern Sie nicht beeinflusst hat. Sie müssen mir nicht danken. Wenn es nach mir ginge, wären Sie rausgeflogen. Oh, dann bin ich sehr glücklich, dass Sie überstimmt wurden. Und nun werden uns die Kandidaten Rede und Antwort stehen. Warum denkt ihr, dass gerade ihr der neue Sexy Center der South Boston Mall werden solltet? Weil ich super aussehe. Und Herz habe. Weil Boston keine Minute länger auf das hier verzichten sollte. Meine Mom hat immer gesagt, Weihnachten ist ein Fest der Familie. Und ich weiß, dass viele Familien gerade schwere Zeiten erleben. Und ganz ehrlich, meiner Familie geht es gerade genauso. Wenn ich nun als Santa in der Lage wäre, diesen Familien eine Freude zu machen und dabei gleichzeitig meiner eigenen zu helfen, wäre es mir eine Ehre, hier mitzuwirken. Danke. Verehrte Gäste der South Boston Mall, jubeln Sie jetzt für Ihren Favoriten. Der Kandidat mit dem lautesten Beifall wird von mir gekürt werden. Oh oh, es sieht so aus, als hätten wir hier einen Gleichstand. Was bedeutet ein Stechen?
Was ist? Hat man dir dein Fahrrad geklaut? Ach nein, da ist es. Mhm. Also, was bringt dich wohl so aus der Fassung, dass du jetzt den zweiten Abend zu spät kommst? Dad, ich muss mit dir reden. Oh, du hast nicht gewonnen. Tja, es kann eben nicht jeder so gut aussehen wie ich. Aber ich werde dich nicht hängen lassen. Wir zwei gehen ins Sportstudio. Und dann pumpen wir dich auf. Okay? Nächstes Jahr. Ich dachte, du hättest das abgehakt. Ja, Dad, wir müssen miteinander reden. Ja, okay, schon vergeben. Je eher du diesen dämlichen Wettbewerb vergisst, desto besser. Ja. Hm? Mhm. Du solltest dich auf die Uni konzentrieren. Ja. Erst die Sanitäterausbildung, dann Medizinstudium. Mhm. Dann wirst du der erste Arzt in der Familie. 1, 2, 3. Hm? Ja, Dad. Heute Abend wurde zum ersten Mal der Sexy Santa der South Boston Mall gewählt. Diesen Einfallspinsel haben sie dir vorgezogen? Dad, Und der Sieger ist David Moretti. Einfach unglaublich. Dad, ich weiß, dass du dagegen bist, aber ich wollte dir einfach... Ich bin nicht dagegen, ich verstehe es nur nicht. Naja, ich... Also wirklich, ich dachte, du hättest dir die Flausen aus dem Kopf geschlagen. Ich will nicht, dass du darüber dein Studium vergisst. Naja, es ist ja nur für ein paar Wochen und 10.000 Dollar reichen eine Weile für Studiengebühren, Literatur und so ein Kram. Du hast das doch nicht fürs Morettis getan. David, ich habe gerade meine gesamten Ersparnisse verloren bei dem Versuch, diese Gauner zu verklagen und mach du jetzt nicht denselben Fehler. Los, nimm das Geld und bring es auf die Bank. Wir können nicht gewinnen. Okay? Okay. Okay? Okay. Okay. Hm. Hm. Hey. Hey. Du hast gewonnen, ha? Ja, richtig. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab gewonnen. Weil du so toll bist. Deswegen. Danke, Schwesterchen. Ich will Dad keine falschen Hoffnungen machen. Aber unsere Familie besitzt das Moretti seit 3 Generationen. Sollten wir nicht alles tun, was möglich ist, um es zu retten? Du hast recht. Wir kämpfen weiter. Bis zum bitteren Ende. Auf das Moretti. Auf das Moretti. Hi. Hey. Du tanzt echt super. Danke. Du bist Britney, oder? Ja. Doch, aua! Mann, pass doch auf, das war fast eine Arterie. Ach, noch nicht einmal 24 Stunden im Amt und schon wirst du zu einer kleinen Diva. Ich bin keine Diva, aber ich brauche das Bein noch. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Wer schön sein will, muss leiden. Die Handhöhe. Zum Schlag ausholst. Pass auf, dass du die vordere Schulter unten lässt, klar? Und unter keinen Umständen jemals irgendjemandem verraten, dass du ein Yankees-Fan bist. Danke, Santa. Boom, gib mir 5. Hier, bitte. Danke, Santa. Und ein schönes Fest. Ja, Ihnen auch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Oh, Sie haben jemanden gefunden, mit dem Sie sich auf Ihrem Niveau unterhalten können. Was denn? Die Kinder lieben mich. Dass Sie selbst noch ein großes Kind sind, hat doch damit bestimmt nichts zu tun. Was finden Sie denn bitte daran so furchtbar? Da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Entschuldige, ich hab David beim Weihnachtsbaumverkauf zugesehen. Neil McCormick, Strategieabteilung Hillridge Enterprises. David Moretti, Santa, South Boston Mall. Die Aktion ist ja ein voller Erfolg. Vielen Dank, dass Sie Jennifer dabei unterstützen. Wenn sie so weitermacht, wird sie bestimmt bald befördert. Wie sieht's aus? Können wir los? Ich hab einen Tisch reserviert. Oh ja, ich bin hier sowieso fertig. Gut. Gehen wir. War nett, Sie kennenzulernen. Ja. Und Sie gehen jetzt nach Hause. Ab ins Bett. Gut.
Morgen ist ein wichtiger Tag für uns. Okay. Präsentiert Ihnen nun Sexy Santa and the Reindeer Dancers. Nein, das galt uns. Das weißt du doch. Ihr zwei wart so toll. Oh, und du erst? Gut gemacht, Mädels. Danke. Sie waren fantastisch. Machen Sie sich schnell frisch und dann wieder ab auf die Bühne. Die Leute stehen schon für Fotos an. Alles klar, Boss. Also wirklich, Jennifer, du leistest hervorragende Arbeit. Mr. Hillridge wird höchst beeindruckt sein. Meinst du? Wie liegen wir überhaupt im Vergleich zu den anderen Malls? Naja, in New Haven haben sie jetzt ein Streichelzoo in der Mall und in Paramus ist eine Kinderstar-Konzertreihe angesetzt. Aber ich würde mir keine Gedanken machen, was die anderen so treiben. Ich würde mich darauf konzentrieren, was hier los ist. Hier stehen nämlich jede Menge Leute an. Das ist doch gut, oder? Also bei der Geschwindigkeit, die er an den Tag legt, steht man so etwa 3 Stunden an, bis man drankommt. Wann schließen wir? In ungefähr 3 Stunden. Wer ewig ansteht, kann kein Geld ausgeben. Wir sehen uns nach der Arbeit. Okay. Oh, da hatte wohl jemand ein hartes Jahr. Lächeln. David. Kannst du eine Sekunde auf mich warten? Was denn? Wir hatten 20 Sekunden pro Kunde vereinbart. Andere Malls machen mehr Umsatz als wir. Aber es ist Weihnachten, sehen Sie doch mal. Genau, und wir müssen den Weihnachtsumsatz des Vorjahres übertreffen. Wenn Sie hier anstehen, geben Sie kein Geld aus. Santa hat alle Zeit der Welt für dich. Also, erzähl mal, was mit deiner Hand passiert ist. Ich bin mit meinem Fahrrad hingefallen. Wenn du wieder mit dem Fahrrad fährst und Angst kriegst, dann denk an mich. Ich passe nämlich auf dich auf. Ehrlich? Danke, Santa. Du bist der Beste. Nein, du bist die Beste. Der Nächste ist die Süß. Wieso tun Sie das? Ich weiß, ich weiß. Ich bin ein grauenhafter Weihnachtsmann. Nein, wenn sie größer ist, wird sie feststellen, dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Also, ich verstehe das nicht. Wie kann man jemanden eine Weihnachtsaktion ausrichten lassen,
der mit Weihnachten so überhaupt gar nichts am Hut hat. Nehmen Sie es nicht persönlich, okay? Jen hat nicht gerade ein harmonisches Familienleben. Sie sagten ja schon beim Casting, Weihnachten geht's um die Familie. Und es erinnert sie eben daran, was sie verpasst. Sie tut mir leid. Wie geht's? Gut. Nicht einschlafen, Santa. Ich mache hier so schnell ich kann. Trotzdem zu langsam. Sind Sie eigentlich nie zufrieden? Das bin ich erst, wenn ich befördert werde. Immer lächeln. Oh, und wie ich lächle. Ich glaube es Ihnen noch nicht. Echt anstrengend. Danke. So, kommen Sie. Hier lang. Kommen so. Sie, setzen Sie sich. Ja. Geht es? Und jetzt vorsichtig. Alles in Ordnung? Schön, vorsichtig. Ach du meine Güte. Alles hier unten ist eine Frau zusammengebrochen. Rufen Sie den Notarzt. Schnell einen Notarzt. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Der Notarzt ist schon unterwegs. Okay, okay. Sie hat keinen Puls. Oh mein Gott. Na los. Komm schon. Oh Mann. Bin ich tot und jetzt im Himmel? So ungefähr. Sie sind in der South Boston Mall. Der Krankenwagen kommt gleich. Ich hab's gar nicht so eilig. Okay. Ich hab gar nicht gewusst, dass Sie nebenbei auch Mediziner sind. Das erfährt man nur, wenn man sich unterhält. Sie fragen mich was über mein Leben, ich frag Sie was über Ihres und so weiter und so weiter. Ja, danke. Ganz toll. Mrs. Clark, Sie sind in guten Händen, okay? Weiß ich doch. Vielleicht hat sie auch eine Gehirnerschütterung. Wenn Sie wieder auf dem Damm sind, helfe ich Ihnen bei den Einkäufen. Das verspreche ich Ihnen. Wo wollen Sie denn hin? Na, würden Sie mich bitte entschuldigen? Ich mache morgen ein paar Überstunden. Ich verspreche es Ihnen. Dr. McSexy. Ich glaube, ich bin verknallt. Sind Sie das, David? Nein, Mrs. Clark, ich bin es, Jennifer Walker. Marketing und Promotion der South Boston Mall. Ich war gestern auch da. Nehmen Sie es nicht persönlich. Bei jedem, der das Zimmer betritt, meint sie, es sei David. Er hat die ganze Nacht hier im Krankenhaus verbracht. Wirklich? Jetzt will sie nur noch ihn sehen. Ich kann Sie verstehen, er ist so ein sexy Center. Tja, also Mrs. Clark, ich wollte mich nur vergewissern, dass es Ihnen besser geht. Oh, es wird mir viel besser gehen, wenn ich erst aus diesem Bett rauskomme. Und dann, Doktor... Sexy in Aktion sehe. Oh! Jennifer, was machen Sie denn hier? Wollen Sie sich nicht auf Geschäftsberichte stürzen oder Teilzeitkräfte feuern? Glauben Sie wirklich, dass ich so bin? Ganz ehrlich, ich denke, Sie sind eine der interessantesten, kompliziertesten und unglaublichsten Frauen, die ich je kennenlernen durfte. Falls Sie mich dann entschuldigen würden, ich habe noch viel zu tun. Die Geschäftsberichte werden sich wohl kaum auf sich selbst stürzen. Wohl eher nicht. Und seien Sie pünktlich. Mr. Hillridge will heute nämlich persönlich zur Show kommen. Mrs. Clark hat ständig von der hübschen Frau gesprochen, die sie heute Morgen besucht hat. Wir hätten Ihnen die Haare schneiden sollen. Sie waren gemeint, Sie Scherzkeks. Also so langsam kriege ich das Gefühl, dass irgendwo tief in Ihnen ein netter Mensch ist. Es gibt keine versteckte, kuschelige Jennifer. Ich sehe, dass Sie immer nur hier essen. Ich habe keine Zeit, woanders zu essen. Und mit den Jeremys lachen Sie sogar öfter. Eigentlich gehören die beiden auf die Bühne. Und Sie lieben diese Mall. Okay, ich arbeite hier, seit ich 17 bin. Natürlich bin ich nett zu den Leuten und manche sind mir auch ans Herz gewachsen. Aber am Ende des Tages ist alles nur Mittel zum Zweck. Aber Sie lieben es. Nein,
Doch, sie lieben es. Hören Sie auf. Wollen Sie wirklich befördert werden? Ohne Sie wird doch hier nichts mehr so sein wie vorher. Was kümmert Sie das denn? Bis dahin sind Sie weg. Abgesehen davon habe ich Marissa darauf vorbereitet, meine Aufgaben zu übernehmen. Seht mal, ich bin ein Weihnachtsgeschenk. Ja, das sehe ich. Also, geben Sie einfach Ihr Bestes. Und das bedeutet 20 auch... 20 Sekunden pro Kunde. Ja, ich weiß, ich weiß. Entschuldigen Sie bitte. Hier ist immer eine lange Schlange, Sir. Danke, Damen. Vielen Dank. Danke, Brittany. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Ihnen auch. Wiedersehen. Sir, darf ich vorstellen, das ist David Moretti. Hi. Hervorragende Arbeit, David. Ich gebe mir Mühe, Sir. Sie ziehen eine ganze Menge Leute an. Oh, das ist vor allem Jennifers fantastisches Marketingkonzept. Und ich passe auf, dass niemand zu lange auf meinem Schoß rumsitzt. Ich sage denen dann, sie sollen lieber ihre Weihnachtsgeschenke besorgen, und zwar hier in der Mall. Na, Sie sollten ihn bei Laune halten, Jennifer. Er ist Ihre goldene Weihnachtsgans. Ja, Sir. Freut mich sehr, David. Und was sagen Sie jetzt? Weihnachtsgans. Bei Ihnen scheint es ja blendend zu laufen, Jennifer. Gute Arbeit. Heißt das, wir haben eine Chance? Sie sind auf dem 4. Platz. Das ist doch gut, oder? Ganz so einfach ist die Sache leider nicht. Es geht hier um mehr als nur eine Beförderung. Wie? Was meinen Sie damit? Ich plane, die Malls mit dem geringsten Umsatz zum Jahreswechsel zu schließen. Und ehrlich gesagt befindet sich Ihre, in der Schusslinie. Sir, aber wir machen doch viel mehr Umsatz. Der ist 20% gestiegen, aber Ihr Bruttogewinn liegt immer noch unter dem der anderen. Gut, Ihre kleine Marketingaktion hat Ihnen etwas angeschoben, nur bringt sie nicht viel. Wenn Sie nicht den 1. Platz belegen, werden wir den Laden schließen. Mr. Hillridge, Sie können doch nicht... Diese Information ist streng vertraulich. Die Mitarbeiter dürfen es keinesfalls erfahren. Das heißt, dass über 900 Menschen ihre Arbeit verlieren würden. Diese Mall ist hier der größte Arbeitgeber. Können wir nicht darüber reden? Werden Sie Nummer 1. Dann müssen wir über nichts mehr reden. Alle meine Freundinnen sind neidisch, dass ich heute im überregionalen Fernsehen zu sehen bin. Du weißt aber, dass Good Morning Boston nur hier ausgestrahlt wird? Ja. Okay. Wo bleibt denn David? Jo? Wo sind Sie? Ihnen auch einen guten Morgen, Miss Walker. In 30 Minuten gehen wir auf Sendung. Wann sind Sie hier? Da hat jemand sein... Lassen Sie mich raten, Ihr Fahrrad. Ich nehme den Bus. Nein, nein, das dauert zu lange. Ich schicke Ihnen einen Wagen. Wieso kommen Sie denn nicht selbst? Weil ein Taxi schneller wäre. Sie wissen doch, was Mr. Hillridge gesagt hat. Halten Sie mich bei Laune. Ich bin gleich da. Halten Sie mich bei Laune. Steigen Sie ein. Sie haben ja problemlos hergefunden. Soll das ein Witz sein? Meine Mama und ich haben hier gleich um die Ecke gewohnt. Sehen Sie mal da vorne. Da habe ich Tommy Callahan verhauen, weil er die Mädchen nicht beim Street Hockey mitspielen lassen wollte. Sie haben Jungs verprügelt? Mhm. Nein. Na, da hat sich ja nichts geändert. Also, Mr. Sexy, sagen Sie unseren Zuschauern, was ging Ihnen durch den Kopf, als Mrs. Clark direkt vor Ihren Augen zusammengebrochen ist? Ich habe gar nicht nachgedacht, sondern nur reagiert. Und als sie wieder zu sich kam, war mein erster Gedanke, dass ihre Enkelkinder Weihnachten nicht ohne sie verbringen sollen. Brittany, Sie dürfen jeden Abend in den Armen dieses Mannes liegen. Sie müssen die glücklichste Frau in Boston sein. Ich weiß. Also, wenn man ihnen dabei zusieht, wie sie miteinander tanzen, scheint eine besondere Chemie zwischen ihnen zu sein. Läuft da was hinter der Bühne? Ich weiß nicht. Oh, ein Gentleman schweigt und genießt. Vielen Dank. Bei uns geht's gleich weiter mit einem Bericht über ungewöhnliche Haustiere. Sowas wie Rentiere? Ja. Und aus. Schön, Sie kennenzulernen. Danke, gleichfalls. Wirklich schön, Sie kennenzulernen. Nett von Ihnen.
Danke. Super, gut gemacht. Wir sehen uns heute Abend. Halt. Ich muss jetzt rüber ins Moretti's. Ich arbeite da heute. Oh, Brittany fährt sie doch bestimmt hin. Brittany hat sich leider in der Schuhabteilung verirrt. Na gut. Das ist also Ihr Restaurant? Ja. Das war das Lieblingsrestaurant meines Vaters. Ich war sogar ein, zwei Mal mit ihm hier. Ach, wirklich? Ja. Wie heißt er denn? Vielleicht habe ich ihn ja mal bedient. Wohl eher nicht. Er hat uns verlassen, als ich 5 war. Mann, mein Sohn, der Star. Du hast das gesehen. Was denkst du denn? Unser Lokalheld. Dad, das ist Jennifer Walker. Mein Dad. Ich bin seine Chefin. Oh. Hi. Sie Ärmste, wenn irgendjemand versteht, wie schwer diese Aufgabe ist, dann bin ich das. Kommen Sie doch rein, wir machen Ihnen eine Pizza. Tut mir leid, ich muss zurück zur Arbeit, aber danke. Können Sie nie was tun, was nicht in Ihrem Blackberry steht? Gar nichts? Was? Ich akzeptiere kein Nein. Kommen Sie. Stimmt, er akzeptiert echt kein Nein. Sie haben keine Wahl. Okay, dann halt kein Nein. Ich würde wirklich gern mitmachen, aber ich habe noch so viel zu tun. Ach, kommen Sie schon. Tun Sie doch einmal in Ihrem Leben... Das ist die Frau aus der Mall, über die David neulich so geschimpft hat. Nein, ich glaube, er hat nur gesagt, dass sie eine arrogante Zimtzig... Ah, auf jeden Fall mag er sie jetzt anscheinend. Na schön. Was für eine Pizza wollen Sie denn haben? Ehrlich gesagt esse ich eigentlich nie Pizza. Wegen der Kohlenhydrate. Früher habe ich allerdings gern Pepperoni gegessen. Ah, Sie mögen es klassisch. Mhm. Das finde ich gut. Mhm. David, hol eine Schürze. Ich zeige Ihnen, wie man den Teig wirft. Oh nein, David, ich weiß nicht. Ich sollte vielleicht... Er ist hier der Boss, also okay. Tun Sie es einfach. Oh. Fertig? Ja, legen wir los. Na schön. Ganz locker aus dem Handgelenk und los. Ganz locker aus dem Handgelenk. Nicht so schwer. Da! Oh, Entschuldigung. Nein, das war gut. Das war zu sehr aus dem Arm. Nicht aus dem Handgelenk. Ganz sachte. Sachte. So, ganz sachte. Ja. Oh. Hey, Entschuldigung. Der kann manchmal Danke. Hartnäckig sein. Oh nein, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich finde ihn sehr nett. Er gibt sich solche Mühe. Das ist wohl Ihre Mom. Ja, das ist sie. Sie hat Weihnachten geliebt. Jedes Jahr hat sie ein riesiges Festessen veranstaltet. Dann hatten Sie als Kind schönere Weihnachtsfeste als ich. Chinesischer Lieferservice und Wein. Der Wein war für meine Mom, nicht für mich. Und haben Sie das für dieses Jahr auch geplant? Chinesischer Lieferservice, eine Flasche Wein mit Mom? Ja, also was den Chinesen und Wein angeht. Aber ohne Mom. Sie ist gestorben, da war ich 17. Tut mir leid, Jen. Aber niemand sollte Weihnachten allein verbringen. Ein Tag wie jeder andere. Nicht so wichtig. Gehören die Ihnen? Ja, ich muss lernen, wann immer ich Zeit dazu habe. Also, Sie arbeiten hier mit Ihrer Familie? Sie studieren und arbeiten in der Mall. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Sie so ehrgeizig sind. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, da dachten Sie, ich wäre ein Fahrradkurier. Deshalb werden Sie sicher verstehen, dass ich auf Ihre Menschenkenntnis nicht so viel gebe. Was ist das denn? Der Flyer für unsere Abschiedsparty. Da gibt es so einen Immobilienhai, der uns hier raushaben will. Kommen Sie mit. Die haben vor, hier so einen Glaspalast hinzustellen. Können die das so einfach? Die haben Geld. Die anderen Läden hier in der Gegend haben sie schon in die Knie gezwungen. Nur wir sind noch hier. Aber die Zeit wird knapp. Sie wollen also an Weihnachten nicht schließen? Vielleicht kann ich es verhindern. Dieses Gebäude steht hier schon ewig.
Ich kämpfe gerade dafür, dass es unter Denkmalschutz gestellt wird. Und Sie glauben, dass das funktioniert? Es muss funktionieren. Mit dem Geld gehe ich nochmal in Berufung. Der Stadtrat stimmt am Heiligabend darüber ab. 10 Uhr. Dafür spielen Sie also Weihnachtsmann? Nein. Das tue ich wegen der Gratismahlzeiten und der hübschen Frauen. Aha. Hören Sie, mein Vater weiß nichts von der Berufung. Er würde keine Hilfe annehmen. Das ist sehr edel von Ihnen, David. Ach, Blödsinn. Für die Familie macht man das gern. Oh nein, das habe ich ja ganz vergessen. Ich komme zu spät. Aber mein Dad macht doch gerade Ihre Pizza. Ich muss da leider hin, tut mir leid. Vielen Dank. Und? Wann ist die Hochzeit? Was mit ihr? Nein, sie hat einen Freund. Irgend so ein wichtiges Firmentier. Deine Mom hatte damals auch noch einen Freund. Ich sag's ja nur. Hallo. Oh, hi. Tut mir leid, das Interview hat etwas länger gedauert. Tja, nun bleiben uns noch 45 Minuten zum Essen. Ich habe dir aber schon einen Caprese bestellt. Oh. Ich treffe mich um 2 mit den Anwälten. Es geht um diese Eigentumswohnungen in South Carolina. Hillridge investiert doch nur in Gewerbeimmobilien. Nun, bei guten Gelegenheiten spricht doch nichts gegen eine Erweiterung der Interessen. Hat Hillridge dir gegenüber etwas von einer eventuellen Schließung der South Boston Mall erwähnt? Neil, wieso hast du mir nichts davon gesagt? Ich habe die Verantwortung für die 900 Leute, die dort arbeiten. Ich will mir gar nicht vorstellen, was es für diese Leute bedeutet, wenn wir schließen. Das wird nicht passieren. Aber was ist mit dem Streichelzoo in New Haven oder den Kinderstar-Konzerten in Paramus? Ich kann mit so etwas nicht mithalten. Der Streichelzoo ging gründlich nach hinten los. Ihnen ist nämlich der Esel abgehauen. Und die Konzerte wurden fast alle abgesagt. Jen. Mein Schatz. Du wirst diese Beförderung gewinnen. Du wirst die Nummer 1 werden. Du wirst aus dieser Klitsche rauskommen und mit mir in der Zentrale arbeiten. Es ist keine Klitsche, Neil. Das ist doch nur so ein Ausdruck. Ich habe mir überlegt, ich verbringe Weihnachten doch immer mit meiner Familie in Aspen. Willst du mitkommen? Du hast mich deinen Eltern noch nie vorgestellt und wir sind schon seit über einem Jahr zusammen. Bei Leuten, die sie nicht kennen, kann sie etwas komisch sein, aber die Zeit ist gekommen. Ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir zusammen was Lustiges und Romantisches tun? Wenn wir einen Pizzabackkurs belegen, nur wir beide. Wäre das nicht wunderbar? Jetzt werd bitte nicht kindisch. Ich meine, wer will Weihnachten nicht nach Aspen? Und ich will meine Eltern nicht verärgern. Das ist doch Blödsinn. Ich habe nur reagiert. Als sie dann zu sich kam, war mein erster Gedanke, dass ihre Enkelkinder Weihnachten nicht ohne sie verbringen sollen. Schön, dass Sie gute Umsätze machen. Die Sexy Santa Aktion ist toll eingeschlagen. Läuft super. Bis dann. Hey. Danke. Ach, hallo. Also entweder brauchst du ein besseres Anti-Schuppen-Shampoo oder du siehst eindeutig zu oft Scarface. Ach, das ist nur Mehl aus Davids Restaurant. Was? Warst du mit ihm essen? Raus mit der Sprache. Jetzt komm mal runter. Ich war nicht mit ihm essen. Ich habe ihn dort nur abgesetzt und war dann mit Neil essen. Oh. Heute war die Show noch besser als beim letzten Mal. Ja, prima. Und recht. So ist es gut. Ich glaub's ja nicht. Du stehst auf ihn. Auf David? Ich bitte dich. Außerdem lädt Neil mich nach Aspen ein, um Weihnachten mit seiner Familie zu verbringen. Wow, Weihnachten mit den Stepfords klingt fantastisch. Ich könnte den ganzen Abend zuhören, wie du über meinen Freund herziehst, aber diese Zahlen sind wichtiger als mein Liebesleben. Wieso? Führen wir die Liste nicht an? Ich habe mir gerade die letzten Umsätze angesehen und ich fürchte, wir stagnieren. Wir müssen dringend mehr Kunden bekommen. Okay, nach dem Fernsehinterview sollten wir das ganz locker hinkriegen. Ja, aber ist er auf Twitter oder auf Facebook? Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wir müssen uns was einfallen lassen, wenn wir nach ganz oben wollen. Also, wenn ich nicht deine beste Freundin wäre, dann wäre ich vielleicht etwas beleidigt, dass du es so wahnsinnig eilig hast, von hier wegzugehen. Würdest du bitte deinen Job erledigen? Ja, Boss. Was machen Sie denn noch hier? Was machen Sie noch hier?
Ich hatte die Jungs gebeten, mir das in den Kühlschrank zu stellen. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen kalte Pizza. Was denken Sie denn? Meine Mom hatte immer Nachtschicht. Kalte Pizza zum Frühstück war an der Tagesordnung. Aber nein, danke. Ach ja, ich weiß, die bösen Kohlenhydrate. Aber was, wenn ich Leo sage, dass Sie eine wunderbar knusprige Pizza aus dem Morettis wegwerfen? Das tun Sie nicht. Klar tue ich das. Oh doch, das würde ich tun. Ja. Und das wird Leo ganz und gar nicht gefallen. Sein Zorn ist fürchterlich. Na schön. Mmh. Darauf habe ich also all die Jahre verzichtet. Unter anderem auch auf das. Ich bin gar nicht so verkrampft, ehrlich. Einmal musste ich einen ganzen Karamelleisbottich leerfuttern, weil ich eine Wette gegen Marissa verloren hatte. Nie im Leben. Und dann war ich mal Fluchtwagenfahrer, als die Jeremys den Schlitten von ihrem blöden Ex-Freund mit Klopapier eingewickelt haben. Wie steht Hillridge eigentlich zu der Tatsache, dass ein kriminelles Superhirn für ihn arbeitet? Sie sollten öfter lächeln. Hören Sie das? Nein, was denn? Das. Kommen Sie. Kommen Sie. Sehen Sie, hierher kam das Geräusch. Können wir das abschalten? Ich wüsste nicht wie. Aber haben Sie Lust, eine Runde zu drehen? Ich dachte, Brittany wäre Ihre Tanzpartnerin. Brittany ist wirklich nett. Aber sie ist einfach nur nett. Wie sieht's aus? Nein, nein, nein. Gar nicht drüber nachdenken. Nein. Ich wollte nicht. Ich kann das nicht. Warte, Jennifer! Neil, was machst du denn hier? Du hast vorhin etwas von Romantik gesagt. Da habe ich beschlossen, dich auf einen Mitternachtssnack zu entführen. Und einen wohlverdienten Drink. Das klingt fantastisch. Ich will mich nur kurz etwas frisch machen. Jen! Neil, ich wusste nicht, dass sie Besuch hat. Wir wollten gerade los, um irgendwo was Richtiges zu essen. Okay, richten Sie aus, wir sehen uns morgen. Wissen Sie was? Sie machen hier echt einen guten Job. Danke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jennifer gewinnt und anschließend befördert wird. Dann werde ich mit ihr Seite an Seite arbeiten. Ich hoffe für Jen, dass sich all ihre Wünsche erfüllen. Das werden sie. Ich will ihr Heiligabend den Vorschlag machen, mit mir zusammenzuziehen. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie uns nicht im Weg stehen würden. Ihr würde ich nie im Weg stehen. Gut zu hören. Ich meine, Sie sind nichts weiter als eine süße Weihnachtsleckerei, die nicht besonders nahrhaft ist und an der sich alle überfressen haben, sobald Weihnachten vorbei ist. David? War noch irgendwas? Wir wollten gerade gehen. Nein, nein. Gute Nacht. Das denke ich auch. Unsere Mitarbeiter freuen sich heute zusammen. Sehr schön.
Lorraine, rufen Sie New York an. Mr. Hillridge. Hi, ich wollte Ihnen nur unsere aktuellen Zahlen bringen. Gut, die werde ich mir später ansehen. Danke. Stellen Sie ihn bitte durch, danke. Und was haben Sie jetzt weiter geplant? Unsere Anwälte informieren das Unternehmen und werden den Papierkram erledigen. Gut, rufen Sie mich an. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Jennifer. Hallo. Waren wir jetzt schon Mittagessen verabredet? Nein, nein, ich bin nur kurz vorbeigekommen, um die Zahlen abzugeben. Und weil ich Mr. Hillridge beweisen wollte, wie gut die Mall läuft. Sehr schön. War das Stadtrat Quinn? Worum ging es denn da drin? Darüber darf ich noch nicht reden. Aber es könnte Hillridge ganz nach vorne bringen. Ich erwarte ein Telefonat, aber unser Date morgen Abend steht doch. Okay. Okay. Komme ich jede Woche her, seit über 30 Jahren. Ihr seid wie eine Familie. Ich kann einfach nicht glauben, dass ihr an Weihnachten schließt. Geben Sie uns bitte noch nicht auf. Die endgültige Abstimmung des Stadtrats ist erst am 24. Vielleicht geschieht hier noch ein kleines Wunder. Hm? Wo hast du denn deine Chefin gelassen? Keine Ahnung. David, du hast uns schon seit Jahren keine Frau mehr vorgestellt. Du scheinst sie sehr zu mögen. Ich stelle euch keine Freundin vor, weil ihr euch wie die Geier auf sie stürzt und sie rupft. Siehst du, jetzt ist sie schon deine Freundin. Na also, alles, was ich dir sage, drehst du dir, wie es dir passt. David auf der Wiese, dick und kugelrund. Neben ihm die Jenny, küsst ihn auf den Mund. Dad, die ärgern mich schon wieder. Was ist los? Ich hatte gerade diesen Anwalt am Telefon, den du mit der Berufung beauftragt hast. Das kann ich erklären. Schon in Ordnung. Schon okay. Aber was du reingesteckt hast, ist jetzt alles weg. Der Stadtrat hat die Berufung zurückgewiesen. Was soll das heißen? Die Verhandlung sollte doch am 24. stattfinden. Nein. Die haben den Termin vorverlegt. Die werden uns gar nicht erst anhören. Was heißt das? Die hören uns nicht an. Ich werde da hingehen und denen was erzählen. Ich werde dafür sorgen. Mein Sohn, ich bin stolz darauf, was du getan hast, aber es ist vorbei. Es ist vorbei. Mr. Hillridge? Jennifer, was kann ich für Sie tun? Ich muss dringend etwas mit Ihnen besprechen. Ja, Sie wollten, dass ich mir Ihre Zahlen ansehe, ich weiß. Nein, eigentlich geht es um die Archfield Towers. Die Archfield Towers. Ich hätte gedacht, die Sicherung von 900 Arbeitsplätzen in der Mall wäre Ihre höchste Priorität. Ja, war sie auch. Ist sie auch. Ich habe mir Ihre Berichte übrigens angesehen. Sie belegen jetzt offiziell den zweiten Platz. Ernsthaft? Ich denke, mehr haben wir jetzt nicht zu bereden. Nein, Sir. Gut. Man wird niemals Erster, Jennifer, wenn man sich allzu leicht ablenken lässt. Es ändert doch nichts, wenn ich es ihm jetzt sage. Aber meinst du nicht, David sollte wissen, dass er für dasselbe Unternehmen arbeitet, gegen das er vorzugehen versucht? Wenn ich es ihm sage, schmeißt er alles hin und das können wir uns einfach nicht leisten. Wir haben nur noch eine Woche bis Weihnachten. Und der erste Platz ist für uns zum Greifen nah. Ich verstehe dich nicht mehr, Jen. Davids Familie verliert ihre Existenz und alles, woran du denkst, ist deine blöde Beförderung. Bist du wirklich so eiskalt geworden? Es ist nicht so leicht, wie du denkst, Marissa. Dann mache ich es jetzt aber mal leicht für dich, okay? Sag es, David, bevor du zu jemandem wirst, den ich weder kennen will noch leiden kann. Ach, mehr als 10 Jahre, eine Ewigkeit. 10 Jahre? Also falls du ein paar Styling-Tipps gebrauchen kannst, sag mir einfach Bescheid, ja? Oh, das wäre großartig. David, hast du Jennifer irgendwo gesehen? Nein. Wer ist sie und was hat sie dir angetan? Okay, vielen Dank. Falls ich dir einen Rat geben darf, sag ihr, was du fühlst.
bevor sich die Situation festfährt und du dich im Fegefeuer der Freundschaft wiederfindest. Ruf mich ruhig an, ich freue mich. Das mache ich. Wirklich nett von dir. Möchtest du was trinken? Ja, danke. Vielleicht solltest du deinen Rat selbst beherzigen. David, was machst du denn hier? Du hast nur noch 5 Minuten. Ja, ich weiß. Mir ist nur gerade etwas wahnsinnig wichtig und ich möchte jetzt unbedingt mit dir darüber reden. Ja, mir geht's genauso. Ich will dir auch unbedingt was sagen, David. Ich weiß, du hast einen Freund und ich weiß, du bist dabei, die Karriereleiter raufzuklettern und kannst jemanden wie mich dabei nicht brauchen. Jemanden wie dich? David, wer würde sich nicht glücklich schätzen, wenn er jemanden wie dich hätte? Unser Antrag auf Berufung wurde abgelehnt. Was? Ich dachte, darüber wird Heiligabend entschieden. Stadtrat Quinn hat eine Sondersitzung einberufen. Stadtrat Quinn. Die haben uns nicht mal unser Anliegen vortragen lassen. Und wenn ich dir jetzt nicht sage, was ich fühle, dann würde ich mir das nie verzeihen. David, ich... Jen, du kannst mir nicht vormachen, dass du bei unserem Kuss nichts gefühlt hast. Ich habe es gefühlt. Es hat mich umgehauen. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die ich so aufregend finde oder die mich so wahnsinnig macht wie du, Jen. Gib uns beiden eine Chance. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Hillwood steckt hinter den Archfield Towers. Er ist der Grund, warum ihr das Restaurant schließen müsst. Moment mal, was? Es tut mir so leid. Aber du kennst Hillridge doch. Du könntest mit ihm reden. Nein, es gibt nichts, was ich tun kann. Du wusstest das die ganze Zeit? Nein. Ich habe dich meiner Familie vorgestellt. Wie konntest du sowas tun? Das verstehst du falsch. Weißt du was, du hast recht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dich nämlich nicht. Ich kündige. Das kannst du nicht. Ach ja, wart's nur ab. Nein, das steht in deinem Vertrag. Hillridge verklagt dich, wenn du einfach so gehst, dann wirst du alles verlieren. Habe ich doch schon. Er sieht aus wie einer von diesen gruseligen Weihnachtsmann-Robotern, die immer an den Schaufenstern stehen. Ja, David war noch nie so am Boden zerstört. Glaub mir, ich habe versucht, ihm alles zu erklären. Aber hey, es ist richtig gewesen, es ihm zu sagen. Jetzt kannst du wenigstens gut schlafen. Marissa, es wäre eh nichts geworden. Wir sind so unterschiedlich. Das hätte nicht gepasst. Du wirst mir fehlen. Oh. Frohe Weihnachten. Es ist so traurig. Wie der letzte Tag auf Klassenfahrt. Oh, nicht doch. Wir laufen uns bestimmt über den Weg. Hey, und das mit der Abendschule solltest du dir wirklich überlegen. Will ich aber nicht. Mach's gut. Hör mal. Es ist Weihnachten und zu Weihnachten hat jeder das Recht auf ein bisschen Nächstenliebe. Ja, aber... Jen kann mit Weihnachten nichts anfangen. Das weißt du doch. Marissa hat gesagt, ich soll mir meinen Check abholen. Du warst jeden Penny wert. Schön, dass ich euch bereichern konnte. Das habe ich nicht gemeint. David? Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten. Ich hoffe, du kriegst alles, was du willst. Und wirst nichts bereuen. Hoffe ich auch.
Ich habe mein Leben lang hier gearbeitet. Wie ich mich darauf freue, abends nach Hause zu kommen, ohne Mehl in den Haaren. Die haben uns Weihnachten verdorben. Ach, komm schon. Nein, nein, nein. Ihr wisst, was Mama immer gesagt hat. Weihnachten geht nicht um Geschenke, es geht um die Familie. Und niemand kann uns die wegnehmen. Okay? Und jetzt hören wir gefälligst alle auf zu heulen. Lasst uns lieber dankbar sein für das, was wir noch haben. Hm? Eine wunderbare, gesunde Familie. Ich bekomme bald noch ein Enkelkind. Alles okay? Ich verstehe einfach nicht, wie Hillridge uns das Morettis einfach so wegnehmen kann. Wir scheinen ihm völlig egal zu sein. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich auch ein Teil davon gewesen bin. Woher hättest du das denn wissen sollen? Mach dich nicht so fertig deswegen. Das ist doch nicht alles, was dich bedrückt. Hm? Jennifer. Hm? Sie behauptet also, sie hätte das alles nicht gewusst. Sagtest du nicht, sie wäre so unglaublich ehrlich? Weshalb sollte sie jetzt lügen? Weil manche Leute alles tun für das, was sie haben wollen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass sie jemand ist, der nur an seinen Vorteil denkt. Weißt du, Jennifer mag nach außen spröde wirken, aber ich denke, sie hat ein großes Herz. Jennifer Walker? Jennifer. Mr. Hillridge. Störe ich Sie gerade? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mir Ihre Zahlen angesehen. Sie haben sich wirklich selbst übertroffen, Jennifer. Sie haben den Weihnachtsumsatz um 25% gesteigert. Wie haben Sie das nur gemacht? Moment, das ist... Herzlichen Glückwunsch. Sie sind meine neue Marketing-Vizepräsidentin. Nächstes Jahr arbeiten Sie bei mir im Vorstand. Oh, was? Wir sind die Nummer eins? Ja. Da wäre nur noch eins. Zuvor müssen Sie die Schließung der Mall abwickeln. Wie bitte? Unsere Personalabteilung wird sich für die Abschlussgespräche mit Ihnen in Verbindung setzen. Moment, Mr. Hillridge. Sie sagten, wenn wir die Nummer eins sind, wird die Mall nicht geschlossen. Sie werden Ihre Umsätze nicht dauerhaft halten. Nicht ohne Weihnachten, nicht ohne Ihren Center. Hören Sie, Mr. Hillridge, all diese Menschen brauchen ihre Jobs. Wir machen die letzte Inventur der Mall am 31. Januar. Dann erst verkünden wir die Schließung. Wir müssen die Leute ein bisschen auf Trab halten. Nein, Sir. Bitte, Sir. Jennifer, Sie sollten das, was Sie erreicht haben, nicht von solchen Dingen überschatten lassen. Sie haben sich selbst das beste Weihnachtsgeschenk gemacht. Das feiern wir nachher auf unserer Party. Bis später. Frohe Weihnachten, Jennifer. Ist das Kate? Ist sie groß geworden? Sie ist jetzt schon 8, nicht zu fassen. Ich musste sage und schreibe 5-mal mit ihr zu Santa gehen. Ich glaube, sie kriegt langsam einen Blick für Jungs. Gott steh mir bei. Hallo, Jen. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Juhu. Es ist ein Jammer, dass du weggehst, aber was für eine tolle Weihnachtsüberraschung. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber... David hat uns heute zur Abschiedsparty im Morettis eingeladen. Oh, nein, gar nicht. Geht nur hin. Ich meine, viel Spaß. Ich lass mich von den Schlipsträgern langweilen. Hör mal, du hast zwar schon dieses... langweilige schwarze Kleid an, aber wir finden, dass du als Marketing-Vizepräsidentin etwas mehr modischen Glamour vertragen könntest. Mein Gott, ist das schön, aber... Wow, was hast du denn? Ich glaube, ihr werdet mir echt fehlen. Oh, Jen. Wir sind eine Familie. Und hey, auch wenn du in der Zentrale arbeitest, kannst du trotzdem ab und zu vorbeikommen und mir helfen, eine Familienpackung Donuts aufzufuttern. Versprochen? Ja. Komm mal her. Los, Gruppenkuscheln. Alle herkommen. Christmas candles lose their glow. Where's the spirit of the season celebrated long ago? Why can't there be a Christmas carol sung in your heart the whole year through?
love. Fröhliche Weihnachten. Viel Spaß auf der Party. Ist das der Grinch oder etwa Jennifer Walker, die versucht, sich am Weihnachtsmann vorbeizuschleichen? Hallo, Jim. Das habe ich wahrscheinlich verdient. Ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft. Aber ich habe ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ihre Offenheit ehrt Sie. Ich vermisse meine alten Freunde in der Mall. Aber hey, man darf gratulieren, habe ich gehört. Anscheinend sind alle Ihre Weihnachtswünsche erfüllt worden. Danke, Jim. Ich habe den ganzen Tag versucht, dich anzurufen. Wo warst du denn? Ich gratuliere. Hey. Du hast doch deine Beförderung bekommen. Wieso machst du denn so ein trauriges Gesicht? Sie schließen die Mall, Neil. Wie kann ich feiern, wenn die Leute, die mir geholfen haben, befördert zu werden, bald ihren Job verlieren? Das sind Kollateralschäden. Keine Sorge, die finden schon was Neues. Du wusstest es? Ich weiß über alles Bescheid, was bei Hillridge passiert. Komm schon, Süße, freu dich. Übrigens bist du nicht die Einzige, die heute hier ihre Beförderung feiert. Wirklich? Vor dir steht der neue Senior-Vizepräsident. Bei Hillridge wird Kreativität belohnt. Kreativität? Mhm. So nennst du es also, wenn man sich mit korrupten Politikern einlässt. Hillridge wollte nie in Immobilien investieren. Du hast den Stadtrat bestochen. Das war notwendig, um die Klage der Kleinunternehmer abzuschmettern, die sonst die Archfield Towers bedroht hätten. Jen, wir mussten beide einiges für unsere Beförderung tun. Sieh mich nicht so an. Vielleicht gefällt mir einfach nicht mehr, was ich da sehe. Verbuch es für dich unter Kollateralschaden. Wie jedes Jahr begrüße ich Sie zur Weihnachtsfeier der Hillridge-Konzernleitungsebene. Zuerst möchte ich jemandem gratulieren, und zwar unserer frisch ernannten Marketingleiterin Jennifer Walker. Sie ist schon sehr lange bei Hillridge. Schon mit 17 hat sie bei uns als Aushilfe angefangen. Und mit einem fantastischen Marketingkonzept hat sie den Wettbewerb der Malls im Weihnachtsgeschäft gewonnen, mit der unglaublich erfolgreichen Idee des South Boston Center. Jennifer, nur ein paar Worte. Früher hat Weihnachten für mich nicht mehr bedeutet als eine Möglichkeit, den Jahresumsatz noch mal deutlich zu steigern. Aber ein kluger Mensch hat mal gesagt, zu Weihnachten geht es nicht um Umsatz oder Profit, sondern um die Familie. Und da ich selbst keine Familie habe, sind die Menschen in der South Boston Mall für mich zu einer Familie geworden. Und ganz gleich, ob man es Kollateralschaden nennt oder anders, ich kann nicht einfach feiern. Auf dem Rücken der Familie, die wir zerstört haben. Tut mir leid, ich kann das nicht. Jennifer. Jennifer. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie da tun? Wenn Sie diese Mall schließen, zerre ich Ihre korrupten Deals an die Öffentlichkeit. Dieses Spiel sollten Sie nicht mit mir spielen. Sie dürfen stolz auf sich sein. Das habe ich von Ihnen gelernt. Und suchen Sie sich ein neues Plätzchen für die Archfield Towers. Mit geeigneten Nachbarn. Frohe Weihnachten. Taxi! Jennifer! Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja. Nein, ich kriege hier kein Taxi und ich will nach Old Town, bevor Heiligabend vorbei ist. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Wieso wollen Sie mir helfen? Ich habe doch Ihr Weihnachtsfest kaputt gemacht. Das können Sie gar nicht kaputt machen. Zu Weihnachten geht es um die Familie, wissen Sie nicht mehr?
Frohe Weihnachten, Santa. Frohe Weihnachten. Restaurant Moretti's, bitte. Na, Hallöchen. Sie müssen Davids Bruder sein. Ja, der Jüngere und Coolere. Sie wissen, dass ich die Aufgabe habe, den Sexy Center für nächstes Jahr auszusuchen? Vielleicht wollen Sie mir ja einen kleinen Vorgeschmack geben, was bei Ihnen so geht. Ich weiß nicht, ob ich Sie damit nicht überfordere. Ist das zu fassen? Diesen Song. Meine Mom macht morgen ihren vegetarischen Weihnachtstruthahn. Magst du auch kommen? Ich habe noch eine Flasche Sojalikör. Ich wollte gerade fragen. Zwei Dumme, ein Gedanke. So ist besser. Hey, wie geht's dir? Ich hab ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich. Du musst dich nicht bedanken. Ich möchte, dass du das hier nimmst und das Moretti's woanders neu eröffnest. Ach, ich kann mich nicht beschweren, Sohn. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich habe schon viel Schlimmeres überstanden und bin immer noch hier. Behalt es. Denk daran, was das Medizinstudium kostet. Deine Mom hätte das so gewollt. Tja, gleich ist Mitternacht. Willst du mir helfen, das Schild abzuhängen? Ich dachte, es sieht vielleicht ganz gut über der Couch aus. Das kann ich nicht. Wir haben in letzter Zeit so viel verloren. Ich kann das Restaurant nicht noch demontieren. Tut mir leid, Paps. Jen, wieso feierst du nicht deine Beförderung? Es gibt Dinge, die wichtiger sind als die Punkte auf dem persönlichen Jahresplan. Marissa, es tut mir leid, ich war in den letzten Wochen eine miese Freundin. Hey, wir sind doch beste Freundinnen. Vergiss es. Los, komm her. Wo ist David? Er wollte nach Hause. Das sollten Sie auch. Entschuldigen Sie. Wollen Sie zu David? Ja. Kommen Sie mit. Da ist er. Was willst du denn hier? Ich habe die Beförderung abgelehnt. Wieso? Ich wusste wirklich bis vor kurzem nicht, dass Hillridge hinter den Archfield Towers steckt. Ich hätte es dir sofort sagen sollen, ich weiß, aber ich will nicht nochmal den gleichen Fehler begehen. Und dann fand ich heraus, dass Hillridge Stadtrat Quinn bestochen hat, und zwar mit einer Eigentumswohnung in South Carolina. Ich habe ihm gesagt, dass er damit nicht so leicht davonkommen wird. Und du hast das alles für das Moretti's getan? Ja, hab ich, weil es das Richtige gewesen ist. Und für dich auch. Und wieso? Könntest du mich bitte ausreden lassen, sonst kriege ich das hier nie hin. Wir hatten keinen besonders guten Start. Einen hundsmiserablen Start, genau gesagt. Aber ich empfinde für dich, was ich noch nie zuvor empfunden habe. Früher war Weihnachten für mich ein Tag wie jeder andere. Ich will aber nie wieder Weihnachten allein zu Hause verbringen. Ich will es mit meiner Familie feiern. Ich will das Fest mit dir verbringen. Okay, jetzt darfst du antworten. Kannst du wohl aufhören, mir zu sagen, was ich tun soll? Schluss damit! Aufhören! Aufhören! Aufhören!
aufhören. David, was soll denn das? Tja, dank Jen ist das Morettis gerettet. Nicht zu fassen. Ist das nicht toll? Wie kann das sein? Das erklären wir dir noch. Okay, du auf der Seite. Na gut. Bei drei. Eins, zwei, drei. Tada! Ich habe da noch eine Frage. Also, ich habe schließlich das Restaurant gerettet. Werde ich da wenigstens in der Schlange vorgelassen? Frohe Weihnachten, Jennifer. Frohe Weihnachten, Santa.